Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zu Word 2016 und da möchte ich dir grundlegende Kenntnisse vermitteln, wie du nämlich dann ganz einfach eine vorwissenschaftliche Arbeit, VBA, Diplomarbeit, Seminararbeit schreiben kannst. Und jetzt hier im 31. Video geht es darum, ein Diagramm mit eigenen Werten einzufügen und das dann auch verändern zu können. Das geht bei Word so. Ich gehe hier zu Einfügen und habe eine Menge von Dingen, die ich hier einfügen kann und gehe jetzt aber hier in dem Fall dann zu Diagramm. Klicke einmal drauf und habe eine Menge von möglichen Diagrammen, die ich da einfügen könnte. Jetzt nehme ich da mal ein Säulendiagramm, klicke hier auf OK und ich bekomme hier schon ein mögliches Diagramm angezeigt und hier oben mit einer Tabelle. Und diese Tabelle muss ich jetzt, in diese Tabelle muss ich jetzt Werte eingeben. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe, dann einen Doppelklick mache, kann ich das dann hier verändern. Gebe hier zum Beispiel 20 an, drücke dann Enter. Es wird dementsprechend dieser Wert dann hier dann größer dargestellt. Wenn ich jetzt hierher gehen würde und einen Doppelklick machen würde und dann zum Beispiel die Zahl 15 daraus machen würde, würde das hier dann verändert werden, also bei dieser zweiten Kategorie. Wenn ich hier bei der Datenreihe hergehe, dann verändert sich das in der ersten Kategorie, also hier herunten. Das würde dann dieser Wert hier nach oben dann schnellen. Ich kann aber genauso gut dann hergehen und kann hier zum Beispiel etwas dann markieren, kann hier dann einzelne Daten rein und zum Beispiel dann herauslöschen, indem ich rechte Maustaste mache und Zelle löschen zum Beispiel eingeben würde, dann würde hier dann die dritte Datenreihe verschwinden und ich könnte auch hierher gehen und könnte dann auch zum Beispiel mit der rechten Maustaste Zellen löschen auch dann eine Kategorie verschwinden lassen. Ich kann also sehr einfache Werte eingeben, das verändern und kann aber auch hier, indem ich hier oben hingehe, das dann auch zum Beispiel eine andere Beschriftung dann machen. Man könnte hier dann hergehen, zum Beispiel Wels, eine Stadt in Österreich, in Oberösterreich. Man könnte hier zum Beispiel machen dann Linz, drücke Enter und habe dann hier dann jeweils die Angaben. Hier blau wäre dann für Wels und Linz wäre dann hier dann die rote oder die orange Darstellung. Ich kann natürlich auch hierher gehen und könnte dann sagen, okay, ich beschrifte jetzt auch hier dann die Kategorie hier um und schreibe hier hin dann zum Beispiel am April. Habe dann hier den April, gehe dann hierher, mache dann zum Beispiel den Mai, gebe ich dann hier ein, hier gebe ich dann den Juni ein, habe das dann hier so beschriftet, habe also hier die Angaben für den Monat April, Mai, Juni für die Städte Wels und Linz. Und dann gehe ich dann hierher zum Diagrammtitel und könnte dann zum Beispiel hierher gehen und könnte sagen, nehmen wir es dann Verkehrsmeldungen, vielleicht Unfallmeldungen. Und da kamen eben dann im April so und so viele Meldungen in Wels, so und so viele in Linzen zustande. Also siehst schon, ich kann sehr einfach ein Diagramm einfügen, kann dann auch die Daten bearbeiten. Ich kann auch dann hier diese Tabelle könnte ich dann auch zumachen zum Beispiel und habe dementsprechend dann die Möglichkeit, sehr einfach dann Diagramme zu bearbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.